Hallo. Ey, wenn du sehen könntest, wie das aussieht von hier, ne? Ganz normaler Start in den Tag, oder? First try. Oha. Und das wird ab heute ein Ende haben, denn wir fahren jetzt zu meinem Mann des Vertrauens, der mir auch dieses Kfz geholt hat, damit endlich das Schloss repariert wird und ich keine Zeit mehr verschwende. Heute steht einiges an, Freunde, und natürlich ist der Isuki auch mit am Start. Ich glaube, ich kenne niemanden, der seine Medikamente mit proteinhaltigen Getränken runterzieht. Dieser Mann hat es einfach drauf. Und schon mal Medica. So sieht ein gutes Proteinessen aus. Oh, erstmal den Karamelljoghurt. Zwar nicht das beste Protein, aber ich kann mich jetzt auch nicht beschweren. Es sieht wie folgt mit der Karre aus. Es scheint der Schlüssel verschlissen zu sein. Und den sollten wir jetzt als erstes angeben. Weil der wird früher oder später sowieso sich so abnutzen, dass er gar nicht mehr funktionabel ist. Wir finden den zweiten Schlüssel nicht. Den Ersatzschlüssel. Dementsprechend muss ich jetzt zu einer Ford-Werkstatt fahren und mir ein Angebot für den Schlüssel einholen. Nice. Und wenn das Problem nicht behebt, bevor ich ausgehe, dann muss das Schloss mit ausgewechselt werden und das wird echt teuer. Das Geilste sind immer noch die Gespräche mit ihm. Ich habe mir heute vorgenommen, extra nur kurz dahin zu fahren, um nachzufragen, wie es aussieht, was ich machen soll. Wir haben einfach wieder anderthalb Stunden gequatscht. Es ist jedes Mal dasselbe. Und ich bin eigentlich so ein Typ, der quatscht nicht gerne. Ich möchte eigentlich immer schnell gerne weg und so. Habe ihm auch ein kleines Geschenk dagelassen, worüber ich nicht sprechen darf. Wegen der Abmahnung und der Unterlassungserklärung. Angekommen im Autohaus. Da ist einfach das Büro. Puh. 280 Euro wird der Spaß kosten. Aber er hat gesagt, Schlüssel ist noch nicht verschlissen. Also es liegt nur am Schloss. Ja, das Schloss muss extra für diesen Schlüssel gemacht werden. Und das ist ein bisschen zeitaufwendig und arbeitsaufwendig. Ich dachte, ich komme mit so einem 70 Euro Schlüssel davon. Perfekt, dass heute auch der Tag ist, um meine Finanzen zu kalkulieren für dieses Jahr. Es kann kein besseres Timing sein. Ey. Wirklich, ich kann nicht mehr. Ich kann das einfach nicht mehr. Sobald ich Borkner-Kennzeichen vor mir sehe, ist vorbei. Die Borkner können einfach kein Auto fahren. Es ist einfach Fakt. Eine Kreisstadt können aber kein Auto fahren. Und ich wohne hier. Geil, super. Wir machen ein kleines Quiz. Man kommt auf eine Bundesstraße. Was macht man? Richtig, 100 fahren, Richtgeschwindigkeit. Nicht dauerhaft 85. Rechts vor links, was machst du? Genau, nicht die Vorfahrt nehmen, dass ich das machen muss. Ich wurde auf dieser Strecke angehupt, weil ich nach Richtgeschwindigkeit gefahren bin. Oder es ist irgendein neues Gesetz rausgekommen, das ich nicht mitbekommen habe, aber das kann es wirklich nicht sein. Gab auch schon mal den Fall, dass der eine oder andere Borkner auf der Autobahn einfach auf der linken Spur mit 90 gefahren ist. Heute war der Tag eigentlich komplett anders geplant. Wir wollten noch zum Steuerberater, zum alten Haus endlich fertig renovieren. Dazu müssen wir aber noch die Farbe holen und einkaufen und das alles fällt jetzt komplett flach, weil ja, die Zeit einfach zu eng wird. Aber das hat mich irgendwie gerade so brutal gestresst, dass ich mir mal kurz hingesetzt habe und diese Technik, die ich gemacht habe, diese Handballen auf die Augen legen, das soll die Migräne so ein bisschen beruhigen, dass sie auch gar nicht erst ausbricht. Ein gutes Anzeichen dafür ist, wenn ich auf meinen Augapfel so ein bisschen drücke, nicht zu fest, und ich sehe diese ganzen Blitze, die entstehen, oder die sind schon da, wenn ich meine Augen zumache, dann ist schon worst case, dann bist du am Arsch. Ja, und das soll den Stress ein bisschen lindern und ich fühle mich wirklich sehr gut jetzt wieder. Aber da gibt es noch einen weiteren Game Changer. Ich habe ja gesagt, dieses Jahr tue ich mich aktiv in stressige Situationen begeben, um daraus besser zu werden. Wahrscheinlich werden, und da brauche ich jetzt einen Aschi. Bananenstativ, man kennt's. Aber gefangen. Ich weiß nicht, was ich letztes Jahr ohne Ashwagandha gemacht hätte. Diejenigen von euch, die nicht wissen, was Ashwagandha ist, um jetzt nicht komplett ins Detail zu gehen, weil das würde den Rahmen komplett sprengen. Ashwagandha sorgt quasi dafür, dass du weniger Stress wahrnimmst und aufnimmst und dadurch steigt natürlich auch dein Testosteron, wenn der Stressspiegel sinkt. Und ich denke, Stress hat jeder im Alltag, von daher habe ich mich entschlossen, mal Ashwagandha auszuprobieren und 2022 habe ich gute Ergebnisse damit erzielt. Kleine Versaute. Folgende Situation. Der letzte Vlog habe ich gerade freigeschaltet, ist mega bei euch angekommen bis jetzt. Ich bin todeshyped. Nächstes Problem, ich muss jetzt ins Gym, habe aber heute nicht so viel gegessen und ich darf nicht den Fehler machen wie im letzten Vlog und zu wenig essen. Deswegen gucken wir jetzt mal, was wir alles noch da haben. Okay, ich habe da noch was gefunden. Die habe ich mir ja quasi gestern zubereitet. Die waren auch gar nicht so durch, wie sie jetzt hier aussehen.
Und ich habe noch Reis von vor 3 Tagen mit Ei. Kann sein, dass es Fitnessstudio heute zu einer Gaskammer wird. Ah, oh, perfekt. Mir riecht schon im Gym. Ich wollte mich gerade eigentlich hinlegen, weil das hat mich so weggehauen. Heute steht arme Schultern dran. Ich brauche jetzt eine Alternative für einen Pump-Booster, denn ich habe keinen mehr. Da muss es doch bestimmt voll was Leckeres geben. Ja, davon jetzt 2 Gramm runter. Oh, das ist gerade mal eingerannt. Ah, jetzt sind es 3. Egal, dann ist der Pump härter. Das ist schon einiges, ne? Würdest du das zu wenig? Ich glaube, ich brauche mehr Wasser. Ich brauche mehr Wasser. Aha! Dann brauche ich auch kein Salz mehr mit mehr Wasser. Also nicht, dass der Schimmel zurück ist, aber ich glaube zumindest die Feuchtigkeit. Oh, nee, ne? Ja, ich guck gleich mal. Heute gibt's ein gutes Salziges. Gut atmen. Boah, ist das alkalisch. Beste Methode hat mir zu Weihnachten immer so geholfen, den scheiß Sauerkraut aufzuessen. Weil man ja früher das Essen immer aufessen musste. Ah, oder Kohl oder so. Mega easy. Wie heißt das? Kältebrücke oder Wärmebrücke? Sogar bis hier hat sich das ausgebreitet, Mann. Also das ist dann die undichteste Stelle hier. Das geht dann bis hier rüber. Das hat sich schon bis nach dahin ausgebreitet gehabt, aber nicht so schlimm zu sein, wie als noch minus 10 Grad war. Aber gucken wir, dass wir da die Feuchtigkeit wegbekommen und zur Not, falls sich da was bildet, ich habe ja noch den Schimmel entfernen. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir Leute in den Kommentaren oder in der Community, die mir bei so einem Problem helfen können. Wäre ich sehr dankbar für. Jetzt geht's aber auf ins Gym. Oh, mir hangen ja übel diese Zelle hier aus der Birne. Heute auch mit besserem Mikrofon. Welch entzückendes Wetter, um ins Gym zu gehen. Wer von euch hat seinen Teller nicht aufgegessen? Okay, wo könnte die Olsch sein? Alter, ich habe so Knieschmerzen gerade bekommen. Test 1, 2, 3. Sie will Sex und kriegt den tief in den Rachen, ja. Mädels, aufgepasst, das ist der ultimative Lifehack. Wie ihr nicht erkannt werdet. Jo, was so? Nimm's am 1. Januar, wie leid. Ich sehe auch nur gar nichts. Ich spüre nichts und ich sehe nichts, Alter. Damn. Hallo. Ey, wenn du sehen könntest, wie das aussieht von hier, ne? Junge. Wir bereiten uns gerade auf ein professionelles Shooting vor. What's up, guys? It's me from the future. Hm? Das ist so geil geworden. Leute, der Fasche. Aus der Zukunft. Ja, fährt man. Ey, ich habe eine Mücke so hart erwischt. Ich juck mich hier die ganze Zeit. Beim Seitheben nutze ich eigentlich generell eher die Fußbandagen, aber keine Ahnung, wo die hier sind. Einfach gar nicht mehr da. Deswegen könnt ihr auch hier für Rudern dieses Dreieck nehmen. Ich weiß davon den Namen nicht. Nennen wir ihn Rudern enger Griff. So einer? Ne? Fast 2 Stunden hier und irgendwann ist dann halt auch so, weißt du? Vor 2 Stunden ist schon heftig. Ja. Das ist brutal. Ich glaube, ich fahre da schon auf 77. Zumindest hier in der Mitte. Das kann nicht sein. Warte, ich muss das nochmal sagen. Wie sah Miri aus? Wie die Ringgöttin herself. Wirklich. Also, absolut. Die macht jede Platte, die ihr nur irgendwie in die Quere kommt. Ich habe wieder ein bisschen
Ich habe mich ja verquatscht gehabt und ich war auch ein bisschen im Übertraining, habe ich schon gemerkt. Meinst du, ich habe einen Cooldown? Ja, ess mal jetzt schnell was, damit du nicht morgen im Arsch bist. Morgen ist hier viel zu tun, ne? Den ganzen... Ja, ich bin topfit, ich kann dir nichts aufhalten, Alter. Ich bin Stadium, ich beantrage gleich Rente. Ich krieg nicht mal mehr die Nudeln aufgegessen. Und das, obwohl ich gerade sogar 100 Gramm Himbeeren weggenuckelt habe, zusammen mit 10 Gramm Rohrzucker, habe ich so ein Püree-Ding. I am alive! Ich frag mich, ob das nur bei mir so ist oder bei den anderen da draußen auch so. Meine fettigen Haare waren im Weg, Digga, was? Ja, hör mal, nachher habe ich Haare im Mund, denkt das Spaghetti Bolognese, versucht die runterzuschlucken und ersticke daran, weil ich denke, ich habe Spaghetti Bolognese im Mund gehabt. Boah, und ich habe der Nudeln fertig gemacht. Ich Vollidiot. Ich habe der Nudeln fertig gemacht und jetzt roastet die mich so. Übrigens, die habe ich immer noch nicht fertig gekriegt, ne? Oh nein, mein Milchreis, ich hab den auch komplett vergessen. Hm, eigentlich hasse ich Milchreis, aber... Jo, das ist ja Pudding. Hä? Wie kann man Milchreis essen? Das ist ganz komisch. Aber da so viel Maltodextrin drin ist, ist das todessüß. Empfehlung geht auf jeden Fall nicht raus. Naja, sieht immerhin schön aus. Was weg muss, muss weg. Können wir das bitte so einführen? Muss nicht schmecken, muss gut aussehen und gut wirken. Danke.